Deutsch, Mittelstufe 3, Lektion 63, Ausdrücke, Verben mit einer Präposition, vierter Fall, Teil 2. Heute schauen wir uns noch ein paar wichtige Ausdrücke aus dem Lesetext an. Das hier haben wir, Yoruba Chichungan, Pyohyon, Hambon, Sugi und Sub, hey, Popsida. Wir fangen an mit Hyungyongsa ste überhaupt. Also, tinta, tinta, zähl, zähl, dung, 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 ilon, kangjo, pyohyon, zum Beispiel, die schwierigste Sprache überhaupt ist sicherlich Deutsch, obwohl Chinesisch auch sehr schwer zu sein scheint. Dann, Yogiso, die schwierigste Sprache, also Zähl, Orion, Ono, überhaupt nun, Shingyong, Anso, Denunde, Maumsogun, Kunyang, Kanghan, Pyonraso, Tinta, Zähl, Orion, Ono, nun, Unmyongi, Dogiroya. Ja, daumen, 조금 새로운 이야기도 같이 공부해 봅시다. 이, obwohl nun, 조금 특별한 의미가 있어요. 원래 obwohl은 trotzdem였죠? 불구하고 그래도 zum Beispiel obwohl es regnet, gehe ich spazieren. Also 비가 오고 있는데 그래도 나는 산책하러 가라. Obwohl es regnet, gehe ich spazieren. 여기서 obwohl은 보시면 문장이 하나밖에 없죠? 첫 번째 이야기는 독일어는 제일 어렵죠. 근데 같은 느낌. 근데 이렇게도 생각할 수 있겠네? 아, 생각해보면 이런 것도 있겠지? 이런 감정은 obwohl도 표현할 수 있습니다. Obwohl Chinesisch auch sehr schwer zu sein scheint. Scheinen 것 같아요. 겠다. 그래서 독일어는 진짜 제일 어렵죠. 아, 근데 중국말도 어렵겠네요. Obwohl, 다른 문장 한번 해봅시다. Ich will eine Cola trinken. 난 콜라 마시고 싶다. 근데, obwohl, lieber nicht. 아, 안 하면 좋겠다. 안 하면 이 nicht는 결국 마시다. 아, 역시 안 마실래. 안 마시면 좋겠다. 왜? Ich mache nämlich, 왜냐하면, nämlich eine Diät. 다이어트하고 있기 때문에 안 마시면 좋겠다. Ich will eine Cola trinken. 마시고 싶다. 아, obwohl, nee, lieber nicht. Obwohl, lieber nicht. Ich mache nämlich eine Diät. 하지만 지금 우리가 이 obwohl 이야기는 물론 여유가 있으면 열심히 외우고 연습하면 좋죠. 하지만 제일 중요한 이야기는 ste, überhaupt죠. 그러면 콜라 이야기 바로 해봅시다. Das, un. Gesund, ungesund, 건강에 안 좋아요. Und ste형, ungesundeste, Umrisu, Getränk, Kangjo, überhaupt ist Cola. Also Cola는 진짜 진짜로 제일 건강에 안 좋은 음료수야. Das ungesundeste Getränk überhaupt ist Cola. 아니면 für mich, nahe Gyeongu, ist das leckerste Essen überhaupt. Ding, 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 ja. Für mich ist das leckerste Essen überhaupt Kimchi-jjigae. Für mich ist das leckerste Essen überhaupt Bulgogi. 음식 이름 여기 넣으면 돼요. Oder zum Beispiel, für mich, 다시 나의 경우, 다른 사람 의견은 모르겠지만, 나만의 경우, für mich ist die schönste Frau überhaupt. 사람 이름 넣으면 되고, 아니면 내 여자친구, meine Freundin, 아니면 meine Frau, 아내. Für mich ist die schönste Frau überhaupt meine Freundin. Also, 나의 경우는 제일, 제일 예쁜 여자는 내 여자친구야. 오다. 마스크 환기문 기억나죠? Das Beste, 제일 좋은 거. Das Beste überhaupt. 강조. Und was 환기문? Was mir passieren könnte. 나한테 일어난 이야기, 일어날 이야기. Was mir passieren könnte. 상상 때문에 Konjunktiv 2. Das Beste überhaupt, was mir passieren könnte. Das ist Konjunktiv 2. Wäre im Lotto eine Million Euro zu gewinnen, also im Lotto gewinnen, dann bin ich reich. Das wäre das Beste überhaupt. Das wäre das Beste überhaupt. Zinta, zinta, 완벽한 거, 제일 좋은 거.
Ja, gehalte ist der überhaupt und manis will seko, mulon, orion, gul, nomun, gatungos, sumion, ist der überhaupt jungi, kibon, zogro, pilio, opto, hatzeman, malhagi, animion, malhanun, nukimuro, und sagen sultenen, ist der überhaupt nun, kakumsik, sumion, tayons, ropto. Als nächstes, sofern. Sofern nun schicke man hamion, wenn rang katun, wimiga egeziman, chogumdo, chokon, ranun, nukimi, kanghajo. Sofern ich keine Überstunden machen muss, will ich heute Abend mit Freunden trinken gehen. Also, 친구랑 같이 술 마시러 가고 싶다. 오늘 밤. 조건. 오늘 야근이 없으면, 야근 해야 하지 않다면. Sofern ich keine Überstunden machen muss, will ich heute Abend mit Freunden trinken gehen. Wenn 저럼 거꾸로 해도 되고, ich will heute Abend mit Freunden trinken gehen, Komma, sofern ich keine Überstunden machen muss. Also, 이 부분은 이해가도 문제 없습니다. 하지만 조건과 강하니까 강조할 때 역시 sofern과 처음으로 나오면 자연스럽죠. Und 조금 다른 이야기. 초급에서 es sei denn라는 표현 한번 나왔죠? 취소 조건 이야기. Also, 먼저 하고 싶은 이야기 해놓고. Ich will heute Abend mit Freunden trinken gehen. 똑같은 이야기죠? 오늘 밤 친구랑 같이 마시러 가고 싶습니다. Es sei denn, ich muss heute Überstunden machen. Also, es sei denn, 뒤에 오는 이 조건이 만약 해당하면, 그때는 앞에 했던 이야기는 취소시킬게. 그래서 우리가 갑자기 원하는 거 그냥 생각 없이 바로 말해버렸다. 혹시 이런 거는 있으면 못하겠네? 이런 생각이 들 때는 es sei denn 문장 많이 쓸수 있죠. 하지만 처음부터 이런 의미 혹시 표현하고 싶으면 es sei denn 보다는 sofern이 조금 더 쉽죠. Aber es sei denn und sofern은 한 팀입니다. 결국 같은 기능이야. Also 어떤 조건이 해당하면 일단 sofern 문장 여러 가지 만들어보자. Sofern ich es mir leisten kann, will ich mir nächstes Jahr ein neues Auto kaufen. Leisten können, Samgyok, ich kann es mir leisten, bedeutet, 이런 돈이 있어요. 어떤 물건 살 돈이 있어요. 그래서, sofern ich es mir leisten kann, und 결국, 난 돈이 있다면, 만약 돈이 있으면, will ich mir nächstes Jahr, 내년, ein neues Auto kaufen, 새차 사고 싶습니다. 돈이 있으면. 어때? Sofern ich die B2-Prüfung bestehe, will ich in Deutschland studieren. Also, nein, B2-Schirm, Habgyokhamion. 이 조건이 해당하면, 이렇게 할수 있다면, 난 독일에서 유학하고 싶어요. 독일에서 대학교 다니고 싶습니다. Ich will in Deutschland studieren, sofern ich die B2-Prüfung bestehe. Oder sofern meine Frau einverstanden ist, will ich am Wochenende Golf spielen. Einverstanden sein ist, 결국, okay. Also, 동의하다, 합의하다 oder 허락하다. 이런 느낌도 어딘가 있겠지? Also, 내 아내가, okay, 한다면, 허락하면, 동의하면, 그때, will ich am Wochenende, 주말에 골프 spielen, also, 골프 하고 싶어요. 골프 치다는 안 쓰고, 보통 한 운동 때문에, spielen, 놀다, 운동하다 써야 돼. Sofern meine Frau einverstanden ist, will ich am Wochenende Golf spielen. Einverstanden sein, 거꾸로 말하고 싶으면, 반대 안 한다면, sofern meine Frau nicht dagegen ist, sofern meine Frau nicht dagegen ist, 이런 이야기에 반대 안 한다면, nicht dagegen sein, einverstanden sein, 같은 의미입니다. Will ich am Wochenende Golf spielen? Oder, 날씨 이야기도 많이, sofern 쓰면서, 알지겠지? Sofern es morgen nicht regnet, will ich hakeso draußen Sport machen. 내일 비가 안 오면 난 밖에서 운동하고 싶습니다. Als nächstes abgewinnen, etwas nichts, quedo viel, wenig. Abgewinnen, 뭔가 생각하다, 뭔가 병가하다. Also, 많은 경우는 좋다고 생각하다, 안 된다고 생각하다. Zum Beispiel, 어떤 아이디어. Ich kann dieser Idee nicht viel abgewinnen. Nein, 이 생각, 이 아이디어는 별로야. 좋다고는 생각 안 합니다.
Oder ich kann dieser Idee nichts abgewinnen und nichts und amu Gotto, Brumion. Ja, Ideen und andem und ande. Ich kann dieser Idee etwas abgewinnen. Iroke manhamion. Ja, Ideen und zokum kentan kenne. Chotago sengake, uringal. Ich kann dieser Idee viel abgewinnen. Iroke manhamion. Banjoni, ja, Ideen und chota. Debak, katunuki. Kurzum, hier ist Munsang manchmal etwas schwierig. Aber zum Beispiel, 어떤 물건, 어떻게 생각해? Was denkst du über Bitcoin, Coin, 어떻게 생각해? Ah, schwierig, 조금 어렵네. Ich kann jetzt Bitcoin nicht viel abgewinnen. 지금은 Bitcoin은 조금 안 된다고 생각해. Oder ja klar, ich kann Bitcoin etwas abgewinnen. Bitcoin도 가능성이 있지? 괜찮겠다? 이렇게 말하면 돼. Oder zum Beispiel, ich kann diesem Deutschbuch nicht so viel abgewinnen. 이렇게만 하면 많은 사람이 이 독일어 책은 좋다고 하는데, 근데 나는 이렇게 좋다고는 생각 못해요. 난이 독일어 책은 이 교과서는 조금 안 되겠다. Ich kann diesem Deutschbuch nicht so viel abgewinnen. Ich glaube, es gibt bessere Bücher. 조금 더 나은 책이겠지? Oder ich kann E-Autos oder Elektroautos, 길게 하면, nichts abgewinnen. Also, 전기자동차는 안 된다고 생각해. Ich kann E-Autos nichts abgewinnen. Ja klar, E-Autos sind interessant, 재밌겠죠? Aber sie sind halt sehr teuer, 그냥 비싸네. Und es ist immer noch sehr schwierig, sie aufzuladen. 충전하기가 어려워요. Es ist schwierig, sie aufzuladen. Deshalb, 그래서, deshalb kann ich Elektroautos nichts abgewinnen. Oder deshalb kann ich einem Elektroauto, artig, noch nichts abgewinnen. 이렇게도 말할 수 있겠죠. Oder 이 회사는 어때? 어떻게 생각해? Wie findest du, 이런 질문도 유명하죠? Wie findest du diese Firma? 어때, 이 기업, 이 회사? Ich kann den Arbeitsbedingungen gar nichts, 아무것도 아예 안 해. 전혀, gar nichts abgewinnen. Die Bedingung, 조건입니다. Arbeitsbedingungen ist dann zum Beispiel 야근이 얼마 정도 필요해? 월급 얼마 정도? 승진은 어느 정도 할수 있겠다? 이 모든 이야기, 알아서 일하기 업무에 관한 조건은 조금 안 되겠다. 조건보다는 가 nichts가 있으니까 완전히 안 된다. Wie findest du diese Firma? Ich kann den Arbeitsbedingungen gar nichts abgewinnen. Ich kann den Arbeitsbedingungen da, also 저기서, 여기서, 이 회사에서 nichts abgewinnen. Gar nichts abgewinnen. Oder zum Beispiel, diese Firma ist zwar berühmt, 유명하죠? 인정해야겠네. Aber ich kann den Arbeitsbedingungen nicht viel abgewinnen. Also, 이 업무 조건은 별로야. Nicht viel abgewinnen, 삼격동사라서 조금 조심해야 하는데, 그래도 가끔씩 쓸수 있죠? Gewinnen, 이기다. 이런 의미가 하나도 없습니다. 알죠? 어떻게 생각해? 졌다고, 안 된다고 생각하다, 별로 생각하다? 조금 해석하기 어려운 표현 있죠? 그래도 여러분이 이런 친구들도 잘쓸수 있겠죠? Zum Schluss machen wir noch sowohl. Also, er kann sowohl Deutsch als auch Englisch sprechen. Sowohl A als auch B. Dul da kanung heo. Gakkum shigun. Er kann sowohl Deutsch wie auch B sprechen. Wie auch. Sonnen saramto innende. Yoksi, sowohl als auch nun, 제일 예쁜 표현. 그래서 이 wie auch nun, 나오면 해석하면 되겠는데, 안 쓰면 좋겠습니다. Und, 복습. A는 okay, B도 okay. 반대말. Also, A는 안 된다, 안 할래. B도 안 된다, 안 할래. 이렇게 부정시키고 싶으면, 독일어도 못하고, 영어도 못한다. 둘다 못해요. Das ist dann, er kann weder Deutsch noch Englisch sprechen. Also sowohl als auch 반대말은 weder noch. 같이 다시 한번 외우면 좋죠. Er kann sowohl Deutsch als auch Englisch sprechen. Dul da kanung heo. Oder zum Beispiel Schedule 잡고 싶으면 Ich habe sowohl am Montag als auch am Donnerstag Zeit. 난 월요일도 괜찮고 목요일도 시간이 있어요. 둘다 시간이 가능해요.
Ich habe sowohl am Montag als auch am Donnerstag Zeit. Oder ich habe sowohl ein Auto als auch ein Fahrrad. Produktianto, das ist nicht schwer. Also nanun tadong tadoiko, tatongo doisum nida. Ich habe sowohl ein Auto als auch ein Fahrrad. Oder iotanun, sie ist sowohl klug, doktokada, als auch schön, yeppoyo. Also doktokago, kurigo, zalsenggyotta, nomu yeppoyo, dulda isseo. Sie ist sowohl klug als auch schön. Oder ich mag nanchowada. Ich mag sowohl koreanisches als auch japanisches Essen. Also so ein Umschick-Ja-Gehalte. Ich mag sowohl koreanisches Essen als auch japanisches Essen. Du bon essen nun mal an Hedoteko. Maatsima kambonman essen zum Yundeo. Ich mag sowohl koreanisches als auch japanisches Essen, also Hanguk Umschick, Kuriko, Eshik, Dulda, ich mag sowohl A als auch B. Ich mag beides. Dugazi, da, Chohae. Oder Tokiro Kombu halte, Shihomdebi haltenen. Urinen. Wir müssen sowohl sprechen als auch schreiben, üben. Und so weiter. Üben, Tarun, Dongsa, Iroke, Nayol, halt so, Icho, Wonhyong, Nayol. Wir müssen sowohl sprechen als auch schreiben üben. Also, Kilgehamyon, wir müssen sowohl sprechen üben als auch schreiben üben. Also, Malhagi, Yonsukto, Heyahago, Sugi, Yonsukto, Heyahamnida. Hatziman, Gatun, Tanoga, Iroke, Dubo, Naol, Denen, Chot, Bonje, Chingunen, Mal, Anedo, okay. Das kann man auch weglassen, Senyakada. Also, sowohl als auch und weder noch, du da Anländer, Gatsi, Yorogatsi, Munzang, Hambon, Manduro, Boseo. Das war's für heute. Zum Glück waren die Ausdrücke heute nicht so schwierig. Trotzdem hoffe ich, dass ihr viele eigene Sätze schreiben könnt. Viel Spaß noch beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.